Macht euch nicht so einen Kopf. Die Antwort ist ganz klar nein. Ganz im Gegenteil. Das ist nicht nur Pause und in der Zeit nicht produktiv sein, sondern es ist eine produktive Pause. Und das Argument, nicht pumpen zu können wegen deiner Reisen, finde ich sehr dünn. Das ist absolut dämlich. Glaubt ihr, ihr werdet Masse aufbauen? Fehlanzeige. Glaubt ihr, ihr werdet irgendwie Masse erhalten damit? Fehlanzeige. Vielleicht sogar abbauen, weil ihr einfach den Körper total überfordert. Und natürlich an die Mahnung all der Internethelden da draußen, die einfach mal in die Tasten tippen, wahrscheinlich kein Trainer sind, überhaupt nicht wissen, was sie da labern, aber einfach mal ein bisschen haten. Mein Gott, ihr macht euch so lächerlich. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti aus der Sommerhitze mit dem Ventilator vor mir, damit es auch ein bisschen erträglich wird. Und passend zum Thema Sommer, Ferien, Urlaub, selbst zu diesen schwierigen Zeiten, heute das Thema Trainieren auf Reisen oder Trainieren im Urlaub? Fragezeichen, so müsste man es nämlich eigentlich nennen. Wer mich schon länger verfolgt und meine Trainingstipps, der weiß auch, in welche Richtung es gehen wird. Allerdings, Grund für dieses Thema gab es vor allem durch Kommentare, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Vor allem einen Kommentar, vermutlich eher ein Hate-Kommentar. Allerdings zwischen den Zeilen stand dann auch etwas zu dem Thema, das ich nebenbei erwähnt habe, nämlich, dass ich nicht trainiere auf Reisen. Und damit steigen wir auch schon voll ein. Mein Tipp war es schon immer, macht euch nicht so einen Kopf, wie trainiere ich bloß, wenn ich mal im Urlaub bin. Die meisten Menschen da draußen, und ich denke, zu denen gehört auch ihr, schaffen es vielleicht ein bis zweimal im Jahr, höchstens dreimal zu verreisen. Und das dann auch meistens nur für den Zeitraum von 2 Wochen. Selbst wenn es mal 3 Wochen sein sollten. Das bedeutet, dass ihr monatelang trainiert, 3, 4 Monate, und dann ganz plötzlich 2 Wochen, ach graus, nicht trainieren könnt und im Urlaub seid. Muss man jetzt unbedingt ein Hotel finden, in dem es ein möglichst gutes Fitnessstudio gibt, um sich dann fit zu halten, TRX-Bänder mitnehmen, Liegestütze machen und so weiter, da man ansonsten seine hart verdiente Muskulatur verliert? Die Antwort ist ganz klar nein. Ganz im Gegenteil. Und damit meine ich es wortwörtlich. Und bitte bedenkt immer, dass das nicht Tipps sind von jemandem, der versucht, euch möglichst klein und muskellos zu halten, damit ich umso kräftiger wirke. Nein, das ist nicht der Fall. Und verkaufen will ich euch auch keinen Urlaub ohne Gym. Keine Ahnung. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass ihr eine Reise und einen Urlaub perfekt als eine Art Deload nutzen könnt. Das neueste YouTube-Unwort ist es ja, mehr oder weniger mit dem Deload seinen Körper mal zu entschlacken und mal vom Training wegzubringen. Wenn er sich 3, 4, vielleicht sogar 5 oder 6 Monate hintereinander einen abgerackert hat, immer regenerieren musste, Masse dazu gewinnen, essen, verdauen und so weiter, dann ist er eigentlich mal ganz froh und es tut eurem Körper wirklich gut, wenn er eine Pause machen kann. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja toll, da muss er sich erholen, aber dafür mache ich keine Gains. Auch das ist falsch. Denn während der Pause werdet ihr stärker. Ihr werdet euch besser erholen und ihr werdet danach noch wieder mehr Gains machen. Vielleicht sogar währenddessen. Oh, das klingt jetzt ziemlich seltsam und überraschend wie. Aber das ist der Sinn einer Deload-Phase. Das ist nicht nur Pause und in der Zeit nicht produktiv sein, sondern es ist eine produktive Pause. Nun ja, und ein Urlaub eignet sich deswegen hervorragend dafür, weil ihr auch einen mentalen, einen psychischen Deload macht. Vom Alltagsstress, Arbeit, den Leuten um euch herum, Tapetenwechsel, ihr erholt euch. Das ist vor allem etwas für die Seele, das wisst ihr, aber einher geht mit der Seele auch der Körper. Und da mal nicht zu trainieren, keinen Stress in irgendeinem Bereich zu haben, ist unfassbar produktiv. So produktiv, dass ihr nach einem 2 Wochen Urlaub in vielen Fällen stärker seid. Ja, wenn ihr vorher normal trainiert habt, werden viele von euch feststellen, dass ihr ganz plötzlich sich das allererste Mal wieder an die Bankdrückmaschine begeben oder generell an die Bankdrücklanghantel und ganz plötzlich mehr machen. Wie geht denn das, wenn man 2 Wochen nichts getan hat? Insofern hier erstmal der Tipp, kommt runter, nutzt es als eine Auszeit. Grundsätzlich, selbst wenn ihr gerne trainiert, aber auch das ist Disziplin und dazu folgt noch irgendwann ein weiteres Video und ich hatte auch schon mal eine Live-Schaltung dazu gemacht. Disziplin ist es nicht nur dabei zu bleiben, sondern auch wissen, wann man fernbleibt und was man nicht tun muss und nicht nur, was man tun muss.
Das ist das eine. Jetzt gab es diesen schönen Kommentar von Safari-Zone. Der hat mal mitten unter seinem Hate-Gelaber unter einem Video von Carsten Pfitzenreuther, das ich gemacht habe, zu dem Myokalyps-Training, geschrieben, du musst ja den Sport sowas von lieben. Ein Pumper würde doch trotzdem trainieren, auch wenn er reisen würde. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Sorry, dass ich das so sage. Das Schöne ist, das ist so ein entschiedener Kommentar, aber gut, das findet man nun mal. Das ist Internet, das ist Social Media, da ist jeder halbwegs stark und kann sich stark äußern, ohne irgendetwas anzuführen. Wahrscheinlich kein Fitnesstrainer, vielleicht nur jemand, der halbwegs trainiert ist, wenn überhaupt. Sehen tut man es ja auch nicht, während ich meinen Körper hier zeigen muss. Aber jemand, der vermutlich überhaupt keine Ahnung hat, einfach sowas daherschreibt. Oh Gott, sind das meine Lieblinge. Nun ja, jetzt ist es so, hier natürlich absolutes Fettnäpfchen, denn es ist sogar genau das Gegenteil richtig von dem, was er sagt. Er tut so, als wäre es von mir eine Nachlässigkeit und ich könnte mir nichts einfallen lassen und ich bin vielleicht zu sehr verwöhnt von tollen Maschinen und ich brauche jeden Supplements, um trainieren zu können und so. Also wirklich, als würde ich daran scheitern, weil ich zu faul bin, mir die Umstände zu machen im Urlaub, hat er dann wohl missverstanden. Nun ja, und ein Pumper würde wohl, tja, wahrscheinlich bist du keiner und weißt es nicht genau, denn ein Pumper mit Köpfchen macht es eigentlich nicht. Aber das Ganze ging noch weiter. Daraufhin habe ich ihm etwas geschrieben. Ich weiß, eigentlich ziemlich bescheuert, dass man immer noch auf Hater und auf jeden Internethelden antwortet, aber das habe ich getan. Und nun kommt er dann bei der Antwort und das Argument, nicht pumpen zu können wegen deiner Reisen, finde ich sehr dünn. Erstens hat man immer Zeit, zweitens bist du ja nicht ständig im Gebirge. Du hast auch eine Unterkunft und dort kann man auch Liegestütze oder anderes machen. Es lässt sich immer irgendetwas machen. Während Corona mussten auch viele improvisieren und so weiter. Ich habe ihm davor erklärt, dass auf Reisen, wie ich sie mache, und hier auch wieder der Verweis auf meinen Kanal, wenn ihr nicht wisst, was es für Reisen sind, das heißt Rucksackreisen, wo man in Afrika durch die Savanne läuft, im Gebirge im Himalaya durch die Gegend läuft, in Ländern wie Indien, Nepal, in dritte Weltländer durch die Gegend reist und das sehr improvisiert. Da ist es nicht nur so, dass das kein Urlaub auf dem Liegestuhl ist, sondern es ist so beanspruchend für den Körper, und damit meine ich den ganzen Körper, damit meine ich vor allem auch euer Magen. Wie viele kennt ihr, die schon in solchen Ländern unterwegs waren und davon berichtet haben, dass sie leichte Magenprobleme bekommen haben und Verdauungsprobleme? Das ist ganz normal. Das sind nicht umsonst eben Länder, wo Pflege, Hygiene etwas anders ist, aber auch alleine Essgewohnheiten und ganz andere Bakterienkulturen herrschen, vorherrschen als bei uns. Und das ist enormer Stress. Zusätzlich für jemanden wie mich, der Sonne ausgesetzt zu sein, bei 40 Grad in der Savanne, in der Wüste, wo man dann rumguckt und auch nichts zu essen bekommt, weil ich bin nicht in Touristengebieten unterwegs. Der Herr hätte sich informieren können oder wer auch immer es ist, die Safari-Zone. Da ist kein großer Luxus vorhanden oder dergleichen. Da komme ich teilweise auch nur ein-, zweimal am Tag zum Essen und nur das, was ich gerade kriegen kann. Eine Schale Reis, vielleicht mal hier oder da ein bisschen Brot oder so etwas. Kein tolles Restaurant, ich kann nicht auf Proteine achten und dergleichen. Jetzt muss ich sogar sagen, er ist so weit in die Falle getappt, man muss sogar das Gegenteil machen. Man muss sich vor so einer Reise, wenn man Trekking macht im Himalaya, jeden Tag unterwegs ist und das auch noch mit dem denkbar schlechtesten Körper, nämlich einem Bodybuilding-Körper mit Muskelmasse, die man nicht braucht und nicht haben sollte dafür, dann ist es nötig, dass ihr euch vorher entwöhnt. Hier bin ich voll im Essensalltag, Trainierungsalltag und Supplement-Alltag und ich muss ein paar Wochen davor Stück für Stück runterkommen mit den Kalorien, mit meinen Proteinen. Mein Körper muss lernen, damit zurechtzukommen, wenn ich diese Art der Reisen machen möchte. Das wäre zumindest optimal, bevor ich mit einem Mal einen Breakdown habe, nicht mehr regelmäßig essen kann, nicht mehr qualitativ hochwertig essen kann und auf einmal auch jeden Tag Sport mache, Anstrengung mache, meine Haut damit zurechtkommen muss, die Sonne abzubekommen und so weiter. All das ist so ein Stress und jetzt reden wir eben nicht mehr vom ersten Teil Urlaub, von dem ich gesprochen habe, jetzt reden wir von dieser Art der Reisen, Abenteuerreisen. Wenn ihr da trainiert, ist das das Kontraproduktivste, was ihr machen könnt. Niemals dann trainieren. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet jeden Tag ein Leg Day machen, ein absolutes Beinworkout mit ein paar Stunden Cardio. Das passiert zum Beispiel, wenn man Trekking ist im Himalaya und jeden Tag unterwegs ist. Das sind 8 bis 12 Stunden Cardio. Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. 8 bis 12 Stunden Treppensteigen.
wenn man es so macht, wie ich es dort mache. Das ist nicht besonders heldenhaft, das will ich damit nicht sagen, aber das kann dort passieren. Und wenn man dann am ersten Tag schon Muskelkater bekommt, am zweiten und dritten aber damit weiter wandert, immer den Rucksack auf hat, den Stress hat, nicht so oft zum Essen kommt und dann wollt ihr abends Liegestütz machen? Vom Willen her, von der Disziplin her, könnte ich es locker durchhalten. Darum geht's gar nicht. Aber dann auch noch mit dem Brustmuskelkater rumlaufen? Glaubt ihr, ihr werdet Masse aufbauen? Fehlanzeige. Glaubt ihr, ihr werdet irgendwie Masse erhalten damit? Fehlanzeige, vielleicht sogar abbauen, weil ihr einfach den Körper total überfordert. Ihr werdet nichts machen, außer weiterhin Energie verschwenden und euer Immunsystem richtig schön in den Keller bringen. Und ob ihr dann noch so weit durchhaltet? Keine Ahnung. Das ist absolut dämlich. Deswegen vor solchen Reisen nicht und grundsätzlich bei Reisen und Urlaub nutzt es als Entspannungsphase und fangt nicht an, noch weiter auf den Körper drauf zu kloppen. Das ist gut so und selbst bei 3 Wochen ist es gut so. Diesmal als kleine Einsicht in Reise und Training, wie man es gestalten kann, auch in Urlaub und Training und so weiter. Allerdings auch wieder die Mahnung daran, manchmal ist weniger mehr, wenn man mit Köpfchen trainiert. Und natürlich an die Mahnung all der Internethelden da draußen, die einfach mal in die Tasten tippen, wahrscheinlich kein Trainer sind, überhaupt nicht wissen, was sie da labern, aber einfach mal ein bisschen haten. Mein Gott, ihr macht euch so lächerlich. Der Kommentar bleibt natürlich da, obwohl sowas eigentlich gelöscht gehört, aber wer sich lächerlich machen möchte, der darf sich weiterhin lächerlich machen. Das war's von mir. Ich hoffe, dem einen oder anderen gibt es auch zu denken. Natürlich könnt ihr dazu auch weiterhin Fragen stellen. Gebt mir eure Meinung wieder. Seid ihr auch Leute, die direkt denken, oh mein Gott, wie kann ich trainieren im Urlaub? Habt ihr das bisher gedacht? Habt ihr es mal anders ausprobiert? Glaubt ihr sofort, eure Gains zu verlieren oder euren Körper zu verlieren? Oder seid ihr da auch entspannt und habt schon positive Erfahrungen damit gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr solcher Kommentare und Videos sehen wollt. Lasst mir etwas da als Zeichen der Anerkennung. Ich wünsche euch was, damit bin ich raus, euer Gotti und bis bald.